Herzlich willkommen zurück zu Absturzzucht Assassin's Creed Origins. Heute mal auf Kaperfahrt. Wir werden uns wieder mal als Pirat versuchen und wir müssen ein Schiff ändern. Erstes Schiff geändert. Da hinten um dieses handelt es sich. 400 Meter entfernt. Können wir natürlich hier richtig schön Gas geben mit dem Segelboot. Dann ziehen wir hier einfach mal mit der Strömung. Obwohl das ein See. Ein See hat, glaube ich, gar keine Strömung. Von der Mitte zum Land. Okay, 200 Meter. Was ist das hier für eine weiße Bucht? Okay, meine Freunde. Edward Kenway ist zurück. Da brauchen wir, glaube ich, nicht tauchen. Nur ziemlich lange hinterher schwimmen. So, die alte Black Flag-Taktik. Erstmal Überblick verschaffen. Hallo, mein Freund. So. Nun schickt man schon einen Sohn Ägyptens gegen mich. Es ist lange her, dass ich so viel Blut vergossen habe. Ich komme von Apollodorus. Wir haben gemeinsame Interessen. Wer bist du? Und was willst du von mir, hä? Ich bin Bayek von Siva. Ich will Informationen über das Krokodil. Das Phantom, das das ganze Fayum in die Knie zwang? Was könntest du von ihm wollen? Er gehört einer Gruppe an, die Ägypten vernichten will. Und ich bringe jeden einzelnen von ihnen zur Strecke. Bayek von Siva. Du weißt nicht, mit wem du dich anlegst. Das Krokodil veränderte nicht nur das Land, sondern die Menschen. Die, die nicht in Angst vor ihm leben, müssen für ihn arbeiten. Und du weißt nicht, wer das Krokodil ist? Ich habe die Aufzeichnungen eines korrupten griechischen Magistrats. Sie verraten uns vielleicht die Identität dieses Krokodils. Und wenn wir sie Apollodorus übergeben, bringen wir womöglich die ganze Organisation zu Fall. Wo sind sie jetzt? Meine Frau Chenut hat sie für mich versteckt. Solange die Ptolemäer glauben, dass ich sie habe, ist meine Familie sicher. Deshalb muss ich immer in Bewegung bleiben. Hier, dann weiß Chenut, dass du ein Freund bist, dem man trauen kann. Es ist für meine Tochter Shadia. Wenn du sie hast, treffen wir uns im Hafen bei Euhemeria. Ich habe keinen Ton verstanden. Bayek, sieh dich auf meinem Schiff um, bevor du gehst. Ich führe Buch über alle örtlichen Probleme, die vielleicht auf das Krokodil zurückgehen. Das könnte dich interessieren, als Magi. Die vermissten Personen aus Dionysias? Ganze Dorfbevölkerungen verschwinden im Senhyris. In der Karawanserei erzählt man sich von einer Invasion der Dämonen. Dämonen. Ich bin noch keinem begegnet. Das sollte ich mir ansehen. Bayek hat auch ein tolles Gedächtnis. Klar sind wir so einem Seelenfresser schon begegnet. Wem ist dieser Schrein gewidmet? Ich bete für die Menschen, die in Dionysias durch das Feuer starben. Jemand brennt ihre Höfe nieder. Du, Magi, könntest dem ein Ende setzen. Ich werde es versuchen. Ach, wir haben ein zu niedriges Level mal wieder. Was tust du da? Eine rätselhafte Plage traf die Armen in Euhemeria. Durch das Verbrennen ihrer Leichen werden ihre Seelen verflucht. Sie erreichen nie die Gefilde der Binsen. Ich möchte ein Heilmittel für sie finden. Es gibt immer eines. Ich brauche nur die richtige Kombination. Tote verbrennen? Was ist das hier? Okay, die Mission ist für uns noch gerade so geeignet. Gut, jetzt bräuchten wir nur einmal ein Boot. Unser Boot ist ja bestimmt jetzt ewig weit weg. Hm.
Mit dem wir vorhin gekommen sind, meine ich natürlich. Ja, komm mal her, mein Freund. Du kommst mir gerade recht hier. Es muss leider sein. Ich leihe mir das nur kurz aus. Kannst dich setzen, kannst die Fahrt genießen. Bist hier eh nur rumgeschiffert. Ich hab's gesehen, du wolltest gar nichts hier. War sinnlos, deine Aktion. Okay, was mich natürlich ein bisschen ärgert, sind die Missionen, wo unser Level noch zu niedrig ist. Da muss ich echt noch ein bisschen nebenbei spielen, um mich ein wenig wenigstens noch nach oben zu leveln. Naja, was soll's. Nebenbei mal aufgesammelt, sehr schön. So, hier rechts haben wir wieder eine Kaserne. Oh, was haben wir denn hier? Diverse Schiffe. Okay. Krokodil. Ist aber natürlich schon auch, naja, gerade so von Vorteil, sag ich mal, dass es nicht zu einfach ist. Denn wenn ein Spiel zu einfach ist, macht's keinen Spaß. Zumindest für mich nicht. So, danke für das Boot, mein Freund. Du kannst zurückfahren. Der Rob muss hier erstmal ein bisschen schauen. Okay, also wir wollten ins Fayum und sind jetzt in Eumeria. Wir kommen ganz schön rum hier. Aber wir brauchen eine Spur des Krokodils. Upp, was hat man hier? Triff Kenut, die Frau des Informanten. Das wurde mir gerade hier angezeigt. Gut, okay. Ist die auch hier in Eumeria? Wollen wir da mal schauen? Die Krankheit, Dämonen in der Wüste. Ihr seht es hier alles noch rot. Können wir alles noch nicht machen. Die Schuppen des Krokodils. Ist die hier? Tatsächlich, darum wurde mir das angezeigt. Hey, da sind wir ja gleich mal vor Ort. Können wir uns zwei Missionen auf einmal machen. Wir müssen hier aufräumen und alles wieder ans Laufen bringen. Keine Sorge. Renut? Ja? Hutterfest schickt mich. Ich bin hier, um zu helfen. Und ich habe die Puppe eurer Tochter. Gut. Ich habe schon auf Nachricht von ihm gewartet. Hab Dank. Komm, wir essen und reden. Essen und reden. Dann trinkt er wieder irgendwas, fällt wieder in irgendeine Trance, begegnet wieder einer riesigen Schlange oder steckt einen Körper im Sand, wo nur noch der Kopf rausguckt. Das kenne ich mittlerweile. Meine neue Puppe Bayek und ich nenne sie Isid und sie wird die Beschützerin des ganzen Fayum. Seit Hutefrest diese Aufzeichnungen gestohlen hat, herrscht Chaos im Fayum. Soldaten mit Fackeln patrouillieren jede Nacht und diese Armenküche wurde quasi dem Erdboden gleichgemacht. Shadia und mich lassen sie in Ruhe, immerhin. Dafür hat Hutefrest gesorgt. Wo sind die Aufzeichnungen? Ich bat unseren treuesten Diener, sie in unserem Haus zu verstecken. Sie können es so oft durchsuchen, wie sie wollen. Sie werden es niemals finden. Kannst du mich hinbringen? Ich wurde zum Leuchtturm gerufen für eine weitere ihrer Routineuntersuchungen. Das könnte gefährlich sein. Die ptolemäischen Behörden arbeiten mit dem Krokodil zusammen. Sie machen das alle paar Tage.
Sei unbesorgt. Sie werden niemandem etwas tun, der ein öffentliches Amt bekleidet. Shadia, zeig Bayek den Weg zu unserem Haus. Komm schon, Onkel Bayek! Von diesem Dach aus kannst du mein Haus sehen. Komm einfach mit. Du hast doch keine Höhenangst, oder? Nein. Geh vor, meine Kleine. Ich folge dir. Die oben ist. Wo hast du gelernt, so zu klettern? Das macht sicher Spaß. Ich komme oft hier hoch. Von hier sieht alles so schön aus. Die Menschen sollten glücklich sein, sind sie aber nicht. Keine Sorge. Deine Mutter und dein Vater kümmern sich um sie. Wo ist euer Haus? Auf dem Hügel dort. Siehst du's? Ja. Und Soldaten. Danke, Shadia. Du solltest wieder zu deiner Mutter. Das könnte gefährlich. Mir wird nie etwas Schlimmes passieren. Iset kann kämpfen, weißt du? Sie wird mich beschützen. La la la. Genau. Und wer darf jetzt wieder gegen Soldaten kämpfen? Okay, komplett bewacht. Alles klar. Na gut, Leute. Kriegen wir heute noch hin, denke ich mal. Die holen wir da weg. Halt! Hallo, guten Bleib Tag. Stehen. Ja, nee, ich muss hier mal weg, weil ich habe eine Mission. Die betrifft auch dich. Du da! Halt! Was stimmt nicht mit dir? Bei mir ist alles gut. Dass der da oben mich sieht, ist natürlich jetzt... Okay, jetzt nicht mehr. Halt! Bleib stehen! So, der da immer die ganze Zeit du da halt ruft, den werde ich mir jetzt mal packen. Aber versteckt. Hey, was? So, der kommt jetzt runter, denke ich mal. Kommt er mich wirklich hier oben suchen? Das wäre zu einfach. Dann habe ich direkt den Wachposten vom Dach weggelockt. Na, da geht schon ein neuer hin, okay. Na komm. So, der ist... Entschuldigung. Der hier unten ist vergiftet. Wenn da also einer hingeht... Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ja. Da hinten ist schon wieder einer. Haben wir die Aufzeichnungen? Noch nicht. Kann nicht mehr lange dauern. Der Hauptmann verhört den Diener gerade oben. Dieses dumme Ägyptische... Das sehe ich mir an. Ich finde es klasse, dass der direkt vergiftet ist jetzt. Somit kriegt man auch eine Menge hin. So, der Mr. Oberhauptmann ist hier drinnen.
sind sie? Sie sagten doch, dass sie hier sind. So, mein Freund, das war gefährlich, dich einfach alleine hier drinnen aufzuhalten. So, jetzt werden die anderen wieder angesteckt. Genau, den hat's auch infiziert. Sehr gut. Adelpos, Ärger hier! Bin gleich da. Durchhalten. Wir machen ihn fertig. Na dann kommt. Hier kommt keiner lebend raus. Verlass dich drauf, Philos. Der jetzt umkippt und die zu dem gehen, war's das. Dann habe ich hier alles bereinigt. Verdammt. Ja. Zack, Nummer 1. Und Nummer 2. Schau mir, Brüder! Das klingt nach Ärger. Es sind nicht mehr so viele da, mein Freund. Pass auf. Hier stimmt was nicht. Ach, ich mag die Giftpfeile. Jetzt kann man wirklich warten, bis so eine Mission sich von alleine abschließt, ne? So, jetzt suchen wir diese Unterlagen. Okay. Ihr habt es euch sicherlich auch gerade durchgelesen. Götter. Das ist von Shadia. Sie hat die Aufzeichnung. Und ich schicke sie zu ihrer Mutter. Ich muss zu Renut, bevor die Soldaten da sind. Oh, Shadia. Was hast du nur getan, meine Kleine? Mit dem Krokodil darf man nicht spielen. Okay. Jetzt geht's los. Bisschen eine längere Folge heute. Aber ich glaube, das stört euch nicht. Wo ist Renut? Ist sie hier? Die Soldaten kamen und brachten sie zum Leuchtturm. Die kleine Shadia auch. Renut hat versucht, sie aufzuhalten. Irgendetwas stimmt nicht, oder? So etwas ist noch nie passiert. Berichte Hotefress davon! Schnell! Verflucht nochmal! Renut und Shadia sind im Leuchtturm! Ich muss sofort dahin! Ja, ich muss erstmal mich hier auskennen. In Ägypten werden immer fetter und reicher, während wir hungern. Back. Echte Schätze, den ganzen Weg aus Siva. Haut ab hier. Ich muss zum Leuchtturm. Hallo. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, bin ich. Haben wir hier noch irgendwo was? Das ist schon wieder das nächste Lager. Okay, hier ist eine Menge los, eine Menge Action. Gut, meine Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann nehmen wir mal den Leuchtturm auseinander. Und schauen, dass wir die Kleine noch retten können. Also bis dahin dann, liebe Grüße, euer Rob. Du magst kein König sein, Bayek, aber du wirst Geschichte schreiben.